Die Druckplatten im Detention Room haben wieder eine Fehlfunktion. Das Schocksystem ist erratic, was auch immer das nochmal heißen mag. Und die Gates bleiben nicht zu. Sieht so, dass sie dieses Mal richtig repariert werden. Wenn es weitere Komplikationen mit ihnen gibt, werden wir sehen, ob die Wächter euch dazu bringen können, den Job richtig zu erledigen. Trokra, Dungeon Overseer. Dungeon Overseer, Trokra. Es ist mir ein Vergnügen, euch zu berichten, dass ich die Bedingungen, um schwierige Gefangene festzuhalten und zu bewegen, perfektioniert habe. Die Schriftrolle, die die magischen Runen erklärt, die benötigt werden, sind weggepackt im persönlichen Lager. Die Watchers werden zufrieden sein mit unserem Fortschritt. Die Exekutionsausrüstung ist auch ist auch rechtzeitig eingetroffen. Ich habe die Äxte in den Kisten hinter den Türen verstaut. Grendal. Ja. Crown and Sword, das haben wir auch übrigens noch nicht gelöst. Okay. Ernsthaft, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich komme nämlich nicht mehr an das Ding da drüben dran. Das da macht gar nichts. Okay. Zum Glück habe ich einen Quicksave und habe das nicht da drin gemacht.
So. Das macht da was auf. Das macht da was auf. Darüber das jetzt gemacht hat. Oh, ein Secret. Cool schon mal. Die beiden hatte ich bereits gelesen. Potion of Rage. Flasche, Grimcap, Milkweed, Cave Nettle. Overseer Tokka. Kürzliche Berichte von der aus den Bibliotheken über uns haben dafür gesorgt, dass etwas Nützliches aus unserer Operation herauskam. Es sieht so aus, als ob unsere alten Vorgesetzten, die nördlichen Waldläufer, ein spezielles Bonecraft-Ritual benutzt hätten, wenn sie Rüstung im Kampf getragen haben. Die Anordnung ist folgende: Reptilienschädel, Blutschädel, Beasthorns, Lizardfangs. Wenn das Individuum eine aggressive Ader hat und sehr stark ist für sein Alter, dann wird ihre Axtfähigkeit zu einem bestimmten Grad steigen. Das würde jedenfalls ihre Vortrefflichkeit in der Kriegsführung erklären. Ich denke, wir sollten dieses Ritual an einigen unserer automatisierten Golems durchführen. Sie sind sehr mächtig, aber sie sind leicht zu zerstören, wenn die Konstruktion auf sie gesprochen wird. Okay. Jetzt musste ich nur noch die Konstruktion finden. Axes, Reaper Axe, Pick Axe, Throwing Axe, Throwing Axe, ja. Manual of Bladed Hacking. Okay, da sind wir wieder hier. Das war nicht so gut. Mist. Ah. Was zur Hölle?
So. Das war falsch. Hat das jetzt irgendwas gemacht? Nein. Ah, Mist. Und das Licht geht aus. Licht ist wieder an. Setzen wir noch mal alles zurück. Es ist alles zurückgesetzt. Das mache ich mal kurz Quick Save, weil das ist das System-Reset gewesen. So. Und Sack, Sackgasse. Ah, cool. Das bringt mich wieder hier rein. Und das bringt mich wieder raus. Okay. Den nehme ich mal wieder mit.
Hm.